Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und heute geht ja online. Und zwar die Schatzsuche 2.0 geht los. Wir kriegen natürlich von Mo, wir nennen ihn jetzt mal Mo, eine SMS. Und er gibt uns natürlich einen Kontaktmann. Und da sind wir dann auch. Haben ihn gesucht und gefunden. Den müssen wir natürlich jetzt mitnehmen, lebendig am besten. Dann gibt es 10.000 GTA-Dollar. Wenn wir ihn töten, gibt es nur die Hälfte, also 5.000 GTA-Dollar. Was halt komisch ist, wir haben hier auf den Boden geschossen, er hat sich nicht gerührt, man muss ihn in den Fuß schießen. Man kann ihn zweimal anschießen, dann ergibt er sich. Jetzt macht er die Hände hoch und jetzt können wir einfach gemütlich eigentlich zum Auto gehen. Wir machen das natürlich professionell mit der Waffe an seinen Kopf. So, danach fahren wir halt zurück zum Mo, zum Campingwagen und werden das hier abgeben. Jetzt können wir auch nochmal sehen, wir kriegen halt 10.000. Und davon gibt es noch weitere 4, also insgesamt 5 Stück, die muss man halt dann machen. Und hinterher gibt es natürlich noch einen Anruf oder eine SMS und da ist der Schatz verborgen. Da fahren wir jetzt auch hin, erstmal kurz hier markieren. So, da sind wir auch schon fast. Jetzt noch schnell die Treppen hoch hier, ne? Wir mussten uns so dadurch erstmal durchkämpfen durch die Horde an Gegner, die da waren halt, ne? Und ganz oben auf dem Berg ist die Kiste versteckt. So, da haben wir das gute Stück. Da kriegen wir natürlich diese geile Axt aus diesem anderen Spiel, was von Rockstar erstellt wurde und veröffentlicht wurde. Damit können wir natürlich die Gegner mit One-Hit töten. Und was hinter uns passiert ist, sie hat auf die Kiste geschossen und sie wird irgendwie angezündet. Man muss dazu auch sagen, es waren sehr viele Modder unterwegs. Was wir im nächsten Video sehen werden. Ja Leute, das war's auch schon wieder fast. Wir sind jetzt schon am Ende und wenn euch die Folge gefallen haben sollte, dann lasst wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag.